Heute ist Montag. Es ist wieder einmal allerhöchste Zeit für die Montagsfrage und die ist diesmal ausnahmsweise mal nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern auf dem von Deutschlands dürfster Sonntagszeitung. Und sie lautet: Wo war Deutschland am vergangenen Wochenende am typischsten? Und wie es sich für eine doofe Zeitung gehört, hat sie gleich drei doofe Antworten auf diese Frage parat. Demnach war Deutschland am typischsten entweder in Schleswig-Holstein beim 30. Wacken Open Air Festival, wo es im Hardrock-Himmel der Kampftrinker schon für 10 Euro oben ohne Fotos gab, oder beim Christopher Street Day in Hamburg, wo, Zitat, die Transen tanzten, die Lesben lächelten und die Schwulen knutschten, oder aber bei der Barfuß-Wasserski-WM in Brandenburg an der Havel, wo es zwar keine blanken Busen, dafür aber auch keine kalten Füße gab. Jetzt lebe ich ja bereits seit über 56 Jahren in diesem Land, kann mir also durchaus ein Urteil erlauben, und deshalb würde ich sagen, typisch Deutsch ist das für mich alles nicht. Die meisten Deutschen, die ich kenne, würden weder auf ein Hardrock-Konzert noch auf eine Christopher Street Day-Parade gehen, und mit 70 Stundenkilometern barfuß über Wasser zu schlittern, ist auch nur was für Masochisten. Und die sind doch eher eine Minderheit in unserem Volk. Auch wenn beispielsweise die Fernsehgewohnheiten dieses Volkes durchaus andere Schlüsse zulassen würden. Nein, wenn mich jemand gefragt hätte, wo Deutschland am vergangenen Wochenende am typischsten war, dann hätte ich ihn nach Köln eingeladen. Da tobt nämlich gerade eine Auseinandersetzung, die ist so typisch deutsch wie Lederwurst und Brathose. Da geht es nämlich um ein generelles Grillverbot in allen städtischen Grünanlagen und war. Deshalb, weil die Griller mit ihren Fressresten diese städtischen Grünanlagen regelmäßig in riesige Müllkippen verwandeln. 500.000 Euro kostet die Beseitigung dieser Umweltschweinerei die finanziell klamme Stadt Köln im Jahr. 500.000 Euro, die in den städtischen Jugendeinrichtungen, den Beratungsstellen und den freien Theatern dringend gebraucht würden, um diese vor dem endgültigen Aus zu bewahren. Aber so geht die Kohle weg, um die Flurschäden der Grillassis zu beseitigen. Dieselben Leute, die ihre Fußböden zu Hause mit der Zahnbürste putzen und ihre Autos in Polierwatte packen, lassen in den öffentlichen Anlagen die Wildsäure raushängen. Oh, Entschuldigung, der Vergleich ist falsch, denn Wildsäure sind bekanntlich keine Dreckschweine. Während ich diesen Text schreibe, ist übrigens gerade Sonntagnachmittag. Also der Tag, an dem selbst der nimmermüde müde Herrgott einen Ruhetag eingelegt hatte. Im Nachbarhaus lässt gerade ein Heimwerker den Schwingschleifer übers Parkett jaulen, im Hof bastelt jemand bei laufendem Motor an seiner 500er BMW und in der Wohnung gegenüber testet ein Gehörloser seine Dolbys Roundanlage geöffnetem Fenster, versteht sich. Was das jetzt mit dem Müll im Stadtpark zu tun hat, ehrlich gesagt, ich will es gar nicht so genau wissen, denn ich befürchte, die Antwort wäre vor allem eins, nämlich typisch